Herr Dr. Rübig, Sie haben heute auf den Störfall im slowenischen Atomkraftwerk reagiert. Wie beurteilen Sie das slowenische und wie das europäische Krisenmanagement in diesem Störfall? Ja, wir haben bei den Atomkraftwerken in Europa ein echtes Problem. Es ist ja nicht nur der Störfall in Slowenien. Es gibt zahlreiche Störfälle, ich erinnere an das Kraftwerk Temelin in Tschechien. Wir haben andere seriöse Störfälle gehabt und es gibt eigentlich kein Krisenmanagement in diesem Gebiet. Es gibt keine wirkliche Evaluierung, wie der Störfall sich auswirkt. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir dringend in Europa eine eigene Behörde, die sich um die Sicherheit und Sicherung von Atomkraftwerken kümmert, bemüht und Entscheidungsgewalt hat. Es muss ganz einfach sichergestellt werden, dass gefährliche Atomkraftwerke mit Rechtskraft vom Netz genommen werden müssen. Und hier hat der Europäische Rat eine ganz besondere Verantwortung. Die Kommission hat ja hier schon zahlreiche Vorschläge unterbreitet und auch wir im Europäischen Parlament unterstützen diese Forderung nach erhöhter Sicherheit, nach erhöhten Kontrollen, nach dementsprechender Transparenz in diesem Bereich und wir fordern dies auch ein. Das heißt, das Europäische Parlament steht hinter einer solchen Agentur, die Europäische Kommission steht hinter dieser Agentur. Es liegt also an der slowenischen Ratspräsidentschaft und an der folgenden französischen Ratspräsidentschaft. Welche Maßnahmen sollten die jetzt konkret setzen? Ja, ich glaube, es ist derzeit eine ideale Situation. Die slowenische Ratspräsidentschaft hat hier die Möglichkeit, dieses Thema auf den Tisch zu legen. Ich würde vorschlagen, beim nächsten Gipfel sollte das ein Punkt auf der Tagesordnung sein. Sicherheit und Sicherung im Bereich der Atomkraft mit seinem sogenannten Peer Review, das heißt, wo alle Mitgliedstaaten ein Mitspracherecht haben, wo alle Mitgliedstaaten auf der gleichen Basis informiert werden. Wir haben ja ein Vorbild eines Regulators. Frankreich hat einen Regulator, der völlig unabhängig von der Regierung funktioniert und arbeitet. Und ich glaube, dass dieses französische Modell eines transparenten, entscheidungsstarken Regulators für Gesamteuropa ein Modell wäre, um bei derartigen Störfallen, wo Gefahr in Verzug ist, per Rechtskraft ein AKW vom Netz nehmen zu können. Ich danke für das Gespräch. Danke.